Ja, liebe Haching-Fans, noch eine kleine Anekdote von mir aus dem Trainingslager dieses Jahr aus Spanien. Und zwar war es so, dass wir am vorletzten Tag, wir hatten ja relativ viele Jugendspieler dabei, habe ich eine Nachricht bekommen von einem kleinen blonden Zehner aus unserer Mannschaft, ich darf keinen Namen nennen. Und der hat gesagt, wir sollen die ganzen Youngsters, die ganzen Jungen mal auf unser Zimmer locken. Also habe ich eine SMS in die Gruppe geschrieben, hey, alle Youngsters kurz zur Besprechung, weil der Uli und ich, die Kapitäne, mit denen reden wollen, wie zufrieden sie sind mit der ganzen Situation. Und dann haben wir die alle um 22:30, 22:30, irgendwas die, um die Zeit zu uns ins Zimmer gelockt. Und in der Zeit haben die anderen alten Spieler sich die Karten besorgt von den Zimmern und die kompletten Zimmer von denen komplett ausgeräumt. Mit Betten, mit Laptops, mit Kleidung, mit allem. Ja, die Youngsters haben sich natürlich gefreut, weil sie hatten ein gutes Gespräch mit uns, haben sich verstanden gefühlt. Und dann, kurz Zeit später, als die Youngsters zurückgekommen sind zu ihrem Zimmer, die Zimmer natürlich komplett leergeräumt, kam dieses Video in die Gruppe. Hallo Youngsters, hier spricht Mr. X. Vielleicht habt ihr mitbekommen, es hat sich was verändert. Wie ihr sehen konntet, ist nichts mehr, wie es vorher war. Um euer Zeug wiederzubekommen, müsst ihr Folgendes tun. Zieht eure T-Shirt aus. Zieht eure Jacke aus. Geht oberkörperfrei, ich wiederhole, oberkörperfrei in die Bar. Zu Klaus Schromm. Und bedankt euch für das Trainingslager und die einmalige Chance. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen einen Beweis. Macht ein Video. Euer Mr. X. Ja, und auf diesem Video, wie ihr gerade gesehen habt, ist Alex Piller. Und jetzt zeige ich euch die Auflösung von dem Ganzen. Dann sind natürlich die Youngsters, wie versprochen, auch wirklich runtergegangen an die Repetition. Und so sah das Ganze dann aus. Ja, liebe Haching-Fans, ich hoffe, die kleine Geschichte hat euch gefallen. Wenn es so war, bitte abonniert auf jeden Fall die Hachinger Borzen. Das ist ein super Team hier, die geben sich richtig viel Mühe, hat richtig viel Spaß gemacht und unterstützt das ganze Projekt, weil ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Also, Servus!